Yo Leute, was geht? Hier ist wieder Simon, euer Gamer Brother, und damit herzlich willkommen zum größten Packluck-Format auf ganz YouTube. Ja, da war was, ne? Ja, Freunde, herzlich willkommen zu Pack-Experiment 4.0. Das hier ist der vierte Teil, wie 4.0 auch schon sagt. Und ja, ihr kennt dieses Format. Wir probieren verschiedene SBC-Packs aus, ballern die alle in ein Video und haben am Ende meistens, das krasseste Packluck überhaupt. Okay, nein, Spaß beiseite. Das ist das Format, in dem wir einfach SBC-Packs ausprobieren. Ich habe heute 60 Packs für euch am Start. Ich habe unter anderem die zweite englische Liga davon, die Ligen-SBC, jetzt endlich fertig gemacht. Wollte ich auch schon seit gefühlt 5 Jahren oder so, aber ja, ich habe es jetzt auf jeden Fall geschafft. Davon haben wir jetzt auf jeden Fall hier ein paar nice Packs. Und dann eben habe ich nochmal wieder eine Stange von den zwei seltenen Spielern-Sets da gemacht. Die möchte ich auch nochmal ausprobieren, hier ein bisschen unter die Probe nehmen und dann mal gucken, ob wir das erste Mal jetzt hier wirklich im Pack-Experiment so einen richtigen Banger ziehen. So einen richtigen geilen Spieler. Jungs, smasht auf jeden Fall den Daumen, falls ihr Pack-Experiment wiedersehen wollt. Das ist jetzt schon die vierte Folge. Mir selbst gefällt das Format sehr, sehr gut. Also wenn ihr auch weiterhin Bock drauf habt, dann wisst ihr Bescheid. Lasst einfach 2,7 Milliarden Likes da. Menschlich gesehen ziemlich abstoßen. So, erstes Pack. Seltenes Verbrauchsobjekt-Pack. Okay, warum zeige ich euch das überhaupt? Ist komplett, juckt keine Sau. Okay, Jungs, wir ziehen das erste vernünftige Pack, sage ich mal. Und zwar ein Jumbo Premium Gold Set, ein 15K-Pack. Let's go. Pack-Experiment 4.0. Ist das Pack-Luck endlich am Start? Nein. Also ich habe jetzt wenigstens mit einem seltenen Spieler gerechnet. Aber wir starten mit Skype, halt die Fresse. Okay, Jumbo Gold Set. Da sind einfach nur mehr Objekte drin. Aber nur drei Sachen sind selten. Ja. Scheiße bleibt scheiße. Komm schon, EA. Zeig den Schlitz, komm. Einmal Schlitz zeigen. Let's go. Unser erster Schlitz, let's go. Wer den Schlitz nicht ehrt, ist dem Walkout nicht wert. Wir ehren ihn. Portugal. Nein. Nein, nein, nein. Ihr wisst noch nicht, was ich nicht... Also, ihr wisst noch nicht, was ich weiß. Unser erster Schlitz in diesem Video. Ja, dreimal dürft ihr raten, wer den schon untradable hat. Wow. Ach, lol. Was? Ich bin so ein Vollidiot. Was reg ich mich auf? Das war ja gar kein Zwei-Spieler-Set. Die sind ja tradable. Ich bin gerade komplett in meinem eigenen Film. Ja, moin. 16.000 oder Münzen oder so. Nehme ich mit. Okay, Fehlalarm. Ist doch nicht so schlimm. Unser erster Schlitz ist direkt ein 86er, der eigentlich mal ein Walkout war. Ja, jetzt hat er Haare, jetzt darf er nicht mehr, oder was? Egal, das ist unser erster guter Spieler, let's go. Oh, zwei Schlitze in a row, weil es jetzt so schön läuft. Ich habe gar nichts gesagt. Okay, Freunde, wir sind tatsächlich schon bei den zwei seltenen Goldspieler-Sets angekommen. Ich hatte nicht in Erinnerung, dass ich so viele gemacht habe. Aber es sind 46. Okay, dann starten wir mal rein. So, und wir starten direkt mit einem Schlitz. Oder auch nicht. So, jetzt aber. Jetzt kommt ein Schlitz. Schlitz. Bruh. Was ist da los? So, jetzt kommt aber ein Schlitz. Jetzt kommt safe ein Schlitz, Jungs. Ich hab's im Gefühl. Hier. Jetzt kommt ein Schlitz auf Ansage. Kein Scheiß. Schlitz. Aha, okay. Hat bei 100. Versuch geklappt. Nein, Birki. Sommer. Ist noch schlechter. Aber wir haben den ersten Schlitz. Auf Ansage. Auf richtig krasse Ansage. Let's go, Schlitz. Da ist er. Endlich wieder. Komm schon. Gib was gut. Nein, nein. Ah, ja, jetzt Birki. Schweiz ist wirklich mit Abstand der räudigste Schlitz, den es gibt, ne? Wow! Besten Dank.
Zwei Schlitze in a row, Jungs. Zwei Schlitze in a row. Snyder. Okay, wir haben zwei Schlitze hintereinander, deshalb beschwere ich mich nicht. Man könnte zwar sagen, bei Niederlande wird man niemals Arjen Robben ziehen, was auch absolut richtig ist. Aber es ist okay, wir nehmen Snyder. Meine Mods werden mich so hassen. Aber ich habe ihn schon mit Chemistry Style. Haust rein. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. And you're not really fine. You just can't get into it because they would never understand. Oh, dein Schlitz! Komm schon! Let's go! Komm! Schwach. Im Ernst? Wieder Sommer. Ah, geil. Oh, Jungs, 31er Pack. Let's go. 31er Musik ist hiermit an. Und jetzt ziehen wir was Gutes. Let's go. Komm schon. 31er Musik. Let's go. Ja. Habe ich gesagt, wir ziehen was Gutes? Habe ich gesagt? Ja, gut. Das habe ich. Ja. Schlitz. Komm schon. Endlich wieder. Nicht Schweiz. Modric. Nein, nein. Subasic. Aber ein 85er Rating. Let's go, Mann. Endlich mal wieder. Wir hatten jetzt 10 Packs oder so keinen Schlitz gefühlt. Ach, geht doch, Jungs. Endlich mal wieder. Vielleicht ist ja sogar noch was hinter. Komm schon. Let's go. Nein, natürlich nicht. Aber 85er Rating. Das nehmen wir mit. Und direkt zwei Schlitze in a row. Was war das? In Form. Komm schon. Oh, das ist der Gammel in Form. Yep. Den habe ich schon gezogen. 76er Rating. Ja, komm, es ist eine Special Card. Ja. Ich kann mir den leider nicht schönreden. Es ist eine untradable Special Card. Immerhin. Immerhin. Nehmen wir mit. Aber mehr auch nicht. Und wieder einen Schlitz. Okay. Okay. Spanien. Niemals De Gea. Bitteschön. Aber drei Schlitze in a row. Okay, hier sind sogar zwei Schlitze drin. Ihr denkt, das ist gut? Nein, das ist natürlich nicht, denn ich habe beide schon untradable im Verein. Only by Broski. So, wir haben noch 18 Packs. Im nächsten Pack wird zu 100.000% ein Schlitz drin sein. Let's go. Oha! Bitte sei gut, Brasilien! Let's fucking go! 86er Miranda nimmt man mit. Auf Ansagen, Schlitz. Kann man mal machen, Jungs. Packluck ist da. Also für heute gehen die zwei Spielersets echt gut klar. Muss man einfach mal sagen. Miranda, nehme ich. Nein. Nein, wehe. Nein. Nein, ich habe mich einmal gefreut. RIP. Jetzt ist es passiert. Wow. Okay, Jungs, die Stimmung ist ein bisschen gekippt. Ich bin wieder 5 Packs schlitzlos und musste meinen letzten discarden. Komm schon, bitte. EA, sei gütig. Besten Dank. Komm schon. Nein, ich bin absolut schlitzlos gerade. Bro, Alter, ich ziehe ja gar nichts mehr. Also jetzt mal Real Rap, ja? Hier wird jetzt natürlich wieder kein Schlitz drin sein. Ich stelle jetzt folgende Theorie auf, ja? Folgende Theorie, natürlich kein Schlitz. Und zwar, seitdem wir den 86er Miranda discardet haben, was ja natürlich nicht anders ging, weil er auch an Trade war, wie der andere, wir haben den Schlitz nicht geehrt. Und deshalb sind wir jetzt auch noch nicht mal mehr den Schlitz wert, auch nicht den Walkout-Wert, wir sind gar nichts mehr wert. Das Problem ist, wir können ja nicht mal was dafür. Aber EA, scheiß drauf. Ich habe nur noch 3 Packs und ziehe keinen Schlitz. Komm, bitte. Bitte, einmal. Guck mal. Schlitzlos wie der Papst. So, letztes Pack. Bitte.
Bitte, ich will nur einen Schlitz. Ich will gar nichts anderes. Gib mir den räudigsten Schlitz, den du haben kannst. Nein, natürlich nicht. Natürlich kriege ich nichts. Ey, bruh. Okay, Freunde, das war es auch schon wieder von dieser Episode Pack-Experiment. Wir hatten am Ende... Ja. Ja, was hatten wir? Eine lange Schlitzlosigkeit. Nein, Jungs, ihr wisst ja Bescheid, dieses Format ist dafür da, um ein paar andere Packs auszuprobieren, die man eben nicht im Shop kaufen kann, beziehungsweise die man dann eben durch die SBCs bekommt. Falls ihr das weiterhin feiert, smasht auf jeden Fall den Daumen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich gebe mir auf jeden Fall immer ziemlich viel Mühe bei diesen Pack-Experiment-Dingern, weil ich die selber auch echt krass feiere. Ich glaube, diesmal, ich weiß gar nicht, ich habe schon wieder vergessen. Ich glaube, es waren 60 Sets oder so, keine Ahnung. Ich hoffe, wie gesagt, euch hat das Ganze gefallen. Ich bin jetzt raus, sagt wie immer, bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe... Ihr habt mehr Packlack als ich. Bis dahin, macht's gut und ciao. Ach und Steini, ich hab grad deinen Diss-Track gehört. Wir hören uns noch.